Nein, ich bin nicht tot. So, hätten wir das auch geklärt. Was habt ihr denn? Das letzte Video kam doch erst so 45 Tagen. Also, Leute, chillt mal. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder auf meinem Kanal. Ich will euch gar nicht lange aufhalten mit, warum habe ich denn keine Videos hochgeladen? Ja, ich hatte keine Zeit und keinen Bock. Das waren die Hauptgründe. Ende. Schluss aus. Gibt keine tiefsinnigen Gründe dafür. Ich habe einiges verpasst. Ich habe die Battlefield Hardline Beta verpasst. Kurzes Statement dazu fand ich scheiße. Ich habe die WM verpasst. Kurzes Statement dazu fand ich scheiße. Ich meine, ihr könnt auch noch ein 14.318. Mal auf Facebook posten, dass wir WM-Meister sind. Ich glaub's euch trotzdem nicht, ja? Also, nein, glaub ich nicht. Ihr müsst es wirklich nochmal posten. Ich hab's noch nicht mitbekommen, ganz ernsthaft. So, YouTube hat so ein halb neues Design bekommen. Ich find's weniger gut, denn der Videomanager, den ich wirklich oft benutze, ist jetzt einen Klick weiter entfernt und das finde ich scheiße. Und um jetzt mal von dem Zynismus abzuwenden, ich habe ein neues Video geplant. Geplant bedeutet, der Gedanke existiert in meinem Kopf. Es existiert noch kein Skript, es existiert lediglich ein Vermerk auf einem Notizzettel auf meinem Desktop, dass ich zu diesem Thema ein Video machen möchte. Das Thema ist die Hipster-Mentalität. Ich denke, jeder von euch weiß, was Hipster sind und ich denke, jeder von euch hasst Hipster, denn diese möchte gerne in Video und Hipster-Kiddies von heutzutage Generation 13 bis 18 haben es einfach mal verdient, so richtig hart zerberstet zu werden. Ich möchte an dieser Stelle mal mein Paradoxon präsentieren, was ich in mühevoller Kleinarbeit zusammen mit 18 anderen Menschen entwickelt habe. Hipster sein ist mittlerweile Mainstream. Hipstertum bedeutet allerdings, nicht Mainstream zu sein. Das bedeutet, wenn Hipster Mainstream sind, bin ich nicht Mainstream, demzufolge bin ich Hipster, demzufolge bin ich Mainstream. Checkt ihr das? Das ist ein absolut krankes Paradoxon. Okay, bevor sich jetzt einige wieder über meine Aussprache von Paradoxon aufregen, möchte ich das Video beenden und hoffe auf euer Feedback zu diesem Thema. Schreibt mir mal eure Meinung zu Hipstern in die Kommentare. Ich möchte nämlich ein paar Kommentare mit einbauen. Das wird so ein klassisches verlesenes Video werden. Das heißt, ich werde vorher ein Skript erstellen, werde das dann vorlesen. Es wird auch wieder auf meinem Blog präsentiert werden. Wer das im Vorhinein so 1, 2, 3 Tage vorher dann lesen möchte, das sollte auf Facebook vorbeischauen. Da poste ich das dann immer 1 bis 2 Tage bevor das Video hochkommt. Und ja, ich weiß, ich bin likegeil und so weiter. Ihr könnt ja mal eure Themenvorschläge zu diesem Themenbereich in die Kommentare posten, wenn ihr da Ideen habt. Ich habe schon so einen groben Überblick, wie ich das Ganze strukturiere, aber ich bin natürlich immer offen für neue Ideen. Deshalb schreibt es mir in die Kommentare. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich sag wie immer, haut rein und bis zum nächsten Mal.